Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Anleitungsvideo zum Thema Computergrafik. Das Portable Apps Menü öffnen, Irfan View starten. So, und hier zeigen wir jetzt mal ganz grundsätzlich das Arbeiten mit dem Irfan View. Zunächst öffnen wir eine Datei. Ich habe hier vorbereitet Brückenzollern Bitmap-Datei BMP. Wähle ich aus, Doppelklick oder Klick und Öffnen. Hier sehe ich die Größe des Bildes, hier sehe ich die Farbtiefe, hier sehe ich den Zoom. Das Bild wird also verkleinert dargestellt. Das Bild ist nicht verkleinert, es liegt in der vollen Größe vor, aber es wird verkleinert dargestellt und es liegt unkomprimiert auf dem Datenträger. Das ist die Größe auf dem Datenträger, das ist die Größe im Speicher. Gut, ja, so öffne ich also eine Datei. Ich gehe auf Datei öffnen und kann dann hier entsprechend auswählen. Was kann ich noch tun? Nun, hier sollte man sich also mal einen kleinen Überblick verschaffen, bis hin, dass man also einen anderen Editor jetzt verwenden könnte, um das Bild zu öffnen. Zum Beispiel GIMP, es dorthin exportieren etc. Scannen kann man mit Irfan View. Das funktioniert auch sehr gut. Man kann eine Stapelverarbeitung hier verwenden, das heißt mehrere Bilder in derselben Art und Weise ändern. Also man sollte sich das schon mal anschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Unter Bearbeiten sehen wir jetzt hier entsprechende Befehle, weil wir das Bild geöffnet haben, Wasserzeichen einfügen, Text und so weiter. Interessant ist das Bildmenü. Hier haben wir alle Eigenschaften oder alle Werkzeuge, die wir brauchen, um die Eigenschaften des Bildes zu ändern. Größe ändern, Farbe, Farbtiefe, Farben ändern. Gibt auch die Farbtiefe reduzieren hier. Und da wollten wir jetzt mal kurz anfangen. Also ich ändere zunächst die Größe des Bildes. 3500 ist doch ziemlich groß, 8 Megapixel. Ich gehe mal runter auf eine Höhe von 600 Bildpunkten, weil das Fenster, in dem wir jetzt hier arbeiten, ist 768 Punkte hoch. Von hier bis hier Bildpunkte hoch. Da noch hier entsprechende Teile sind, kann ich also das jetzt hier entsprechend umwandeln. Ich habe das Bild jetzt auf 600, 900 mal 600 Punkte verändert. Ich sehe jetzt hier erstmal keine Änderung. Das Bild wird jetzt vergrößert gezoomt, also vergrößert dargestellt. Um eine originalgetreue Darstellung zu erreichen, muss ich über die Anzeigeoption das Fenster an das Bild anpassen. Jetzt habe ich hier eine 100%ige Darstellung, das heißt, das Bild ist also in der richtigen Größe hier angegeben. Gut, natürlich kann ich hier das Bild auch abspeichern. Ich gehe also auf Datei, Speichern im Originalverzeichnis. Hohenzollern ist jetzt 900 mal 600 Bildpunkte groß. Das macht man häufig, diese Größenangaben. Ja, wenn wir das Bild also jetzt weiter verändern wollen, zum Beispiel in der Farbtiefe reduzieren. Wir haben jetzt hier Ursprungsfarbtiefe ist 24 Bit per Pixel und wir wollen sie also auf 8 Bit per Pixel reduzieren. Dann können wir das ja also tun. Werden wir noch nicht viel feststellen, außer an großen ebenen Flächen, wo die Farbverläufe sehr gleichmäßig sind, sieht man hier also noch nicht viel. Ich gehe nochmal rein, um die Farbtiefe weiter zu reduzieren auf 16 Bit per Pixel. Jetzt sehen wir schon ein deutliches Nachlassen der Farben. Das ganze Bild enthält jetzt nur noch Pixel, die 16 verschiedene Farben annehmen können. Idealerweise, oder sagen wir es mal so, die kleinste Möglichkeit wäre natürlich jetzt auf Schwarz-Weiß rumzublenden. Dann haben wir diese Darstellung. Das ist keine Graustufendarstellung. Ich hole mir das Bild nochmal neu. Wenn ich das in Graustufen umwandeln würde, dann erhalte ich 256 verschiedene graue Farben. Das sehe ich hier an den 8 Bit per Pixel. Also 256 verschiedene Graustufen. Das ist kein Schwarz-Weiß. Das ist was anderes. Also ein Graustufenbild. Gut, öffne ich das Bild nochmal. Haben wir also jetzt hier eine Größenänderung vorgenommen, eine Farbtiefenänderung. Man kann natürlich auch
wie gesagt, weitere Werkzeuge hier mal gerne mal ausprobieren, sollte man tun, aber nicht ohne vorher das Original zu speichern, weil dadurch die Möglichkeit besteht, das Original immer wieder zu laden. So, ich zeige nochmal, wie sich das Abspeichern des Bildes in verschiedenen Formaten auswirkt. Ich speichere das Bild jetzt mit Datei speichern unter, zum Beispiel im, zurzeit ist es ja als BMP abgespeichert, ich speichere es in GIF-Format, ein älteres Format. Ist jetzt passiert, dann sehe ich hier erstmal gar nichts. Das ist ja nur in diesem Format gespeichert. Das Bild, das ich gerade jetzt hier im Fenster hatte, ist noch angezeigt. Um das im GIF-Format zu sehen, muss ich es in dem Format entsprechend öffnen. Wir sehen, die Größe des Bildes ist also reduziert worden, und zwar recht erheblich, um das Fünffache. Und das geschieht alleine durch entsprechende Komprimierungsalgorithmen und dadurch, dass die Farbtiefe im GIF-Format nur noch 8 Bit per Pixel, also nur noch ein Drittel der ursprünglichen Farbtiefe beträgt. Ich öffne wieder das Originalbild. Ach so. Und dann sehen wir hier natürlich, dass im Speicher auch mit 528,38 auf der Festplatte liegt und im... Nein. Im Speicher liegt es mit 310. Und auf der Festplatte liegt es mit 310 und im Speicher hat es eine Größe von 528 Kilobyte. Gut, ich öffne wieder das Originalbild und speichere noch in zwei anderen Versionen. Datei nicht öffnen, sondern Datei speichern unter. Und da wähle ich jetzt hier aus nicht das GIF-Format, sondern das PNG-Format. Das ist auf jeden Fall das empfohlene Format. Wenn wir also Pixelbilder speichern, da es unkomprimiert, da es komprimiert speichert, aber verlustfrei. Das heißt, man kann jederzeit das Ursprungsbild wiederherstellen. So, das habe ich jetzt hier getan. Ich öffne mal den Öffnen-Dialog. Es gibt jetzt eine Datei PNG. Wir sehen hier, das ist nicht ganz so stark komprimiert wie das GIF-Format, aber wie gesagt, zum einen könnte ich jetzt hier beim Abspeichern noch eine größere Komprimierung einstellen. Machen wir es doch einfach mal. Datei speichern unter. Hier oben habe ich die Möglichkeit, die Kompressionsstufe bis auf 9 zu erhöhen. Dann mache ich das doch jetzt mal, nenne das aber dann die Version 1. Speichern dauert etwas länger. Wenn ich hier auf Öffnen gehe, sehe ich also, viel hat es nicht gebracht, das zu erhöhen. Also lässt man es üblicherweise weg. Das ist die höchste Komprimierungsstufe, weil das Bild verlustfrei komprimiert wird. So, ich öffne wieder das Original und speichere das Original jetzt unter einer weiteren bekannten Typart, nämlich dem JPG. Als JPG-Bild gespeichert, das üblicherweise mit 80% Komprimierung. Bild öffnen. Hier haben wir das JPG, da sehen wir schon mal, JPG komprimiert wesentlich stärker, aber verlustbehaftet. Das heißt, nach dieser Komprimierung kann ich das Ursprungsbild aus dieser Datei nicht wiederherstellen, sondern die Informationen sind unwiederbringlich verloren. So, mache ich es also mal auf. Man sieht aber kaum einen Unterschied und deswegen ist JPG eigentlich auch sehr beliebt, gerade auch im Web. Ich öffne wieder die Originaldatei und mache jetzt noch ein weiteres Experiment. Ich speichere nämlich die Originaldatei jetzt im JPG-Format, aber mit einer Kompression von 10. Und dann machen wir auch hier mal diesen kleinen Zusatz speichern und um zu sehen, wie sich das jetzt auswirkt. Wir sehen hier, also Speicherplatz wird enorm gespart, ja. Aber das Bild selber ist jetzt natürlich sehr heftig verändert worden, insbesondere die Artefakte und so Kanten.
Die sind also sehr unschön und deswegen komprimiert man in der Regel nicht so stark. Das macht also wenig Sinn. Gut, wie sich das Verändern der Farbtiefe auf die Bildgröße auswirkt, habe ich gezeigt. Wie man die Bildgröße ändern kann, habe ich gezeigt. Und was es für einen Sinn macht, ein Bild in unterschiedlichen Formaten zu speichern. Hier sollte man sich gut informieren. PNG und GIF zum Beispiel sind in der Lage, auch Transparenz zu speichern. Das heißt also, mit deren Hilfe kann man Teile des Bildes praktisch durchsichtig machen. Das ist eine sehr schöne Sache, zeige ich zu einem späteren Zeitpunkt noch in anderen Werkzeugen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Nachmachen.